Was passierte eigentlich mit einigen Hogwarts-Professoren nach der Schlacht von Hogwarts? Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Schlacht von Hogwarts war eine der berühmtesten Schlachten in der Welt der Zauberer. Zahlreiche Schüler, Angestellte, Eltern, Absolventen und Freunde von Hogwarts verteidigten die Schule in der Stunde der Not. Und dank Harry Potter wurde Voldemort endgültig vernichtet und seine Todesser für immer aufgelöst. Hogwarts wurde während des Kampfes stark beschädigt. Mehrere Bereiche des Hauptgebäudes wurden in Brand gesteckt oder in die Luft gesprengt. Und das Quidditch-Feld wurde größtenteils durch Feuer zerstört. Nach der Schlacht wurde Hogwarts wieder instand gesetzt. Einige Schüler kehrten 1998 in die Schule zurück, um ihre Ausbildung zu beenden. Und hier liegt das Thema des heutigen Videos. Was geschah mit den Hogwarts-Professoren? Zuerst fangen wir bei Professor McGonagall an. Nach Beendigung des Krieges wurde Professor McGonagall vom Zaubereiminister Kingsley Shacklebolt für ihre unerschütterliche Treue zum Orden des Phönix mit dem Merlin-Orden erster Klasse ausgezeichnet. 4 Monate später wurde Minerva McGonagall vom obersten Rat von Hogwarts auch offiziell zur Schulleiterin ernannt und zu diesem Zeitpunkt waren die umfangreichen Schäden am Schloss behoben und die Schule wiederhergestellt und das Kollegium war bereit, neue Schüler für das nächste Schuljahr aufzunehmen. In diesem Schuljahr wurden auch diejenigen unterrichtet, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben. Als sie ihr neues Amt antrat, zog Minerva um. Sie zog aus ihrer Wohnung aus und ließ sich im alten Büro von Professor Dumbledore nieder. In der Folgezeit war es die Aufgabe von Professor McGonagall, einen festen Nachfolger für den Posten des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu finden. Außerdem stellte sie letztendlich ihren ehemaligen Schüler Neville Longbottom in der Abteilung für Kräuterkunde unter der Abteilungsleiterin Professor Sprout ein. Professor McGonagall konnte jedoch nicht umhin zu bemerken, dass noch Jahre nach dem letzten Aufräumen des Dunklen Lords fast alle ihre Schüler die Testrale sehen konnten. Diese sollten als schmerzhafte Erinnerung an die Kosten des Ereignisses dienen. 10 Jahre nach der Schlacht von Hogwarts gab Minerva Hermine, die inzwischen dem Ministerium beigetreten war, die Erlaubnis, Dumbledores alte Notizen zu den Märchen von Beedle dem Barden als Teil ihrer neuen Übersetzung des Buches zu veröffentlichen. Und weiter geht's mit Rubius Hagrid. Auch unter dem neuen Schulleiter Severus Snape setzte Hagrid seine Arbeit als Wildhüter weiter fort. Er wurde mit der Betreuung von Schülern betraut, die zum Nachsitzen eingeteilt waren. Das Nachsitzen mit Hagrid bestand aus Arbeit im verbotenen Wald, was viel sicherer war als das Nachsitzen bei Amycus und Alecto Caro. Hagrid kehrte für die letzte Schlacht nach Hogwarts zurück. Als der Kampf aufgenommen wurde, war Hagrid der Grund für das Eintreffen von Seidenschnabel und Testralen sowie der Zentauren, um zu kämpfen. Hagrid war einer der ersten, der Harry nach Voldemorts endgültiger Niederlage gratulierten. Er wurde in der großen Halle zusammen mit den anderen Überlebenden der Schlacht gesehen. Im Jahr 2017 war Hagrid mit 89 Jahren immer noch in Hogwarts tätig, was auf die natürliche Alterung von Zauberern zurückzuführen ist und bedeutet, dass er nach Muggelmaßstäben wahrscheinlich ein extrem langes Leben haben wird. Manchmal lädt er den jüngsten Sohn von Harry und Ginny, Albus, zum Tee in seine Hütte ein, so wie er es mit Harry im ersten Jahr getan hatte. Hagrid hat nie geheiratet, obwohl er sich zu Madame Maxime hingezogen gefühlt hat. Als nächstes haben wir Horace Slughorn. Als der dunkle Lord mit seiner Armee in das Schloss eindrang, glaubte man zunächst, Slughorn sei aus Feigheit geflohen. Aber wie sich herausstellte, war er nach Hogsmeade gegangen, um Verstärkung zu holen. Er kehrte zum Schloss zurück, angeführt von zahlreichen Einwohnern und Ladenbesitzern der Stadt, einigen Slytherin-Schülern, die ebenfalls zurückkehrten, um die Schule zu verteidigen, und den Freunden und Familienangehörigen der bereits kämpfenden Schüler und Angestellten. Slughorn trat zusammen mit McGonagall und Kingsley gegen den Dunklen Lord an und erwies sich als meisterhafter Duellant, der sich gegen den gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten behaupten konnte. Slughorn war einer der letzten, die sich mit Voldemort vor den Todessern duellierten, weil er so glaubte, Wiedergutmachung für das finden zu können, was er ihm vor vielen Jahren zuvor über die Horcrux erzählt hatte. Nach dem Kampf saß er in der großen Halle beim Professor Sprout und Filius Flitwick und erzählte, wie er während des Kampfes seinen Zauberstab verloren hatte. Slughorn unterrichtete auch nach der Schlacht weiter und wurde wahrscheinlich das Oberhaupt des Hauses Slytherin anstelle von Severus Snape, der während des Krieges starb.
Slughorns Tapferkeit in der Schlacht von Hogwarts wurde weithin bekannt und veränderte die Wahrnehmung des Hauses Slytherin zum Positiven. Horace Slughorn ging 2016 endgültig in den Ruhestand und hatte die Ehre, ein Porträt von sich im Gemeinschaftsraum von Slytherin aushängen zu dürfen. Als nächstes in unserer Liste haben wir Dolores Umbridge. Obwohl Umbridge während der Heiligtümer des Todes nicht als Professorin tätig war, da sie ihren Posten am Ende des Orden des Phönix verließ, denke ich, dass wir ein Recht darauf haben, zu erfahren, was später mit ihr geschah. Nach Voldemorts Übernahme des Zaubereiministeriums beaufsichtigte Umbridge die Regierung und Verfolgung von muggelstämmigen Hexen und Zauberern im Rahmen der muggelstämmigen Regierungskommission. Sie führte Versuche durch, bei denen sie unschuldige Muggelgeborene der Anwesenheit von Dementoren aussetzte und sie nach Azkaban schickte, weil sie angeblich Magie von echten Hexen und Zauberern gestohlen hatten. Nach Voldemorts Tod und der Reformierung des Zaubereiministeriums durch Kingsley Shacklebolt wurde Umbridge verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt und für ihre Verbrechen an Muggelgeborenen lebenslang nach Azkaban geschickt, da nicht alle von ihnen überlebten. Das war ein Schicksal, was sie verdient hatte. Als nächstes haben wir Sybil Trelawney. Professor Trelawney nahm an der Schlacht von Hogwarts teil. Sie kämpfte, indem sie Kristallkugeln auf die Köpfe der Feinde fallen ließ und so Fenrir Greyback erfolgreich ausschaltete, als dieser Lavender Brown angriff. Professor Trelawney überlebte den Zweiten Zaubererkrieg und unterrichtete bis weit ins Jahr 2010 hinein, wobei sie ihre Tradition der Vorhersage des Todes ihrer Schüler fortsetzte. Trelawney schrieb ein Buch mit dem Titel »Meine Augen und wie man an ihnen vorbeisieht«. Es war eines dieser Bücher, die Hermine in ihrem Büro im britischen Zaubereiministerium im Regal stehen hatte. Dieses Buch sprach laut den Anfang des Rätsels, das notwendig war, um den versteckten Zeitdreher zu finden. Als nächstes in unserer Liste haben wir Amycus und Alecto Caro. Amycus und Alecto wurden zur Verteidigung gegen die dunklen Künste bzw. Muggelkunde-Professoren ernannt. Die Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde geändert, sodass es jetzt einfach dunkle Künste heißt. Amycus ließ seine Siebtklässler den Cruciatusfluch an Leuten üben, die nachsitzen mussten. Die Carrows jagten Neville Longbottom, der den Raum der Wünsche als Versteck wählte, und der Rest von Dumbledores Armee folgte ihm bald in den Raum hinein, während die Carrows versuchten, sie zu jagen. Als Voldemort erfuhr, dass Harry seine Horcruxe jagte und zerstörte, wies er Amycus und Alecto an, dass Harry versuchen könnte, in das Schloss und den Ravenclaw-Turm zu gelangen. Alecto berührte sofort ihr dunkles Mal und teilte Voldemort und allen Todessern mit, dass sie Harry im Ravenclaw-Turm erwischt hatten. Alecto wurde sofort von Luna betäubt, Amycus sah seine bewusstlose Schwester, aber keine Spur von Harry, da sowohl er als auch Luna unter seinem Unsichtbarkeitsumhang verborgen waren. Als McGonagall Amycus dabei einen Feigling nannte, spuckte er ihr ins Gesicht. Das machte Harry so wütend, dass er sich zu erkennen gab und einen Cruciatusfluch mit solcher Wut auf Amycus schleuderte, dass dieser gegen die Wand prallte. McGonagall verzauberte Amycus daraufhin mit dem Imperiusfluch, damit er seine bewusstlose Schwester trug. Dann wurden die Geschwister gefesselt, wo sie unter der Decke baumelten. Weder Amycus noch seine Schwester kämpften in der Schlacht von Hogwarts, denn beide wurden nach der Schlacht und dem Ende des Zweiten Zauberkriegs im Ravenclaw-Turm gefesselt gehalten. Amycus wurde für seine Verbrechen, die er als Todesser zusammen mit seiner Schwester begangen hatte, in Azkaban inhaftiert. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.